Ja, ein neuer Leak, die Galaxy Watch 4 soll mit einem neuen Prozessor kommen, ja, mit einem neuen SoC und das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen kurzen Video. Ja, in der Vergangenheit, oder was heißt in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, ja, sagen wir es mal so, gab es ja schon einige Leaks zu den Details der Galaxy Watch 4. Und ja, jetzt gibt es einen neuen, beziehungsweise einen neuen Bericht und der sagt, dass kein Exynos 9110 als Prozessor mehr zum Einsatz kommt. Der steckt zum Beispiel in der Galaxy Watch Active 2, sondern es wird ein Exynos W920 geben, wenn er sich denn am Ende dann auch so nennt. Ja, keine genauen Details gibt es jetzt zu den Rechenkernen und zur Bezeichnung vom Grafikchip. Aber was den Exynos W920 angeht, der soll eine 25% bessere Prozessorleistung haben und 8,8 mal eine bessere GPU-Performance bieten. Der Arbeitsspeicher wächst auch von einem Gigabyte auf 1,5 Gigabyte. Ja, und in dem Zusammenspiel dann auch mit dem Betriebssystem, was zum Einsatz kommen soll. Also es ist nicht mehr das hauseigene Tizen-System, sondern es wird ja auf Google Wear gesetzt oder Wear OS 3.0, was ja in Zusammenarbeit von Google und Samsung entwickelt wurde. Ja, und da sollte das dann, so wie es auch lautet, ja, auf jeden Fall eine bessere Performance geben. Ja, das Teil soll ja vorgestellt werden dann am 11. August, voraussichtlich dann zusammen mit dem Galaxy Z Fold 3 und dem Z Flip 3. Ja, das war es im Prinzip dazu. Neuer Prozessor und alles andere müssen wir dann sowieso sehen und abwarten, wenn das Teil dann draußen ist. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.